Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen hier, um das jetzt mal richtig zu sagen, Death Synchronicity. So, und wir gehen jetzt mal schnell ins Haus rein. Ein Päckchen oder ja. Ein Päckchen oder Alter, nimm es. Eine der geplünderten, nichts Interessantes. Ich habe die Packung Zigaretten, die darin war, schon mitgenommen. Einige der Schubladen wurden, jetzt liegen sie zerbrochen im Zimmer verstreut. Noch irgendwas drin, was man nehmen könnte. Ich gucke gerade, wo die Hand ist, aber ich glaube, hier ist nichts weiter. Muss ich durchs Haus gehen und wieder... Was zur Hölle passiert hier? Oh Gott, als ob er gleich platzt. Michael, bitte hilf uns, hilf uns. Bitte erinnere dich. Beechwood Oracle. Bereut! Es ist das Zeichen! War es alles unsere Schuld? Haben wir das getan? Wir haben es getan! Aufhören! Bitte, aufhören! Bitte, Michael, hilf uns! Nur du kannst es schaffen. Erinnere dich, Beechwood Oracle. Oh Gott, was sind das für Bilder? Und die Stimme dieser Frau. Das ist dieselbe, die mich im Wohnwagen aufgeweckt hat. Ich versuche es ja. Ich versuche mich zu erinnern. Hör auf, mich zu quälen! Ich hoffe, Rod hilft mir, Antworten zu finden. Wenn nicht, werde ich noch wahnsinnig. Vollkommen wahnsinnig. Oh Gott. Jetzt geht's los. Das kann ich mir auch das Video nochmal angucken. Tatsache, okay. Aber erstmal muss ich noch aus dem Lager herauskommen. Und Misha wird mir den Pass ihres Mannes im Tausch gegen etwas Essen geben. Ja gut, wir wissen ja, wo wir das Essen herkriegen. Die seltsamen Visionen und die Frauenstimme, die mich aufgeweckt hat. Was könnte Beechwood Oracle bedeuten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nämlich auch nicht. Wo ich das Geld jetzt herkriege? Ich weiß es nicht. Hallo Kump, schlägst du einen Tausch vor? Was brauchst du? Ich bin immer noch an der Kiste mit Essensrationen interessiert, die du mir angeboten hast. Ich habe dir dafür das hier mitgebracht. Lass mich mal sehen. Das ist eine gute Sorte Whisky. Ja, sie ist eine sehr gute Sorte. Aber die Flasche sogar. Ist schon offen und es fehlt einiges. Ich nehme sie, aber ich bräuchte noch etwas mehr. Ich habe dieses Päckchen Zigaretten. Alles klar. Ich denke, das ist ein fairer Preis. Ich nehme beides. Hier, bitteschön, Kumpel. Das Essenspaket gehört dir. Verdirb dir nicht den Magen daran. Sehr gut. Einer Ratte zu helfen, auch wenn es ja für unsere eigene Zwecke ist, macht uns das nicht selbst zur Ratte. Hier ist, was ich dir versprochen habe. Ist das alles Essen, was du mitgebracht hast? Das wird ja kaum für 2 Tage reichen. Es tut mir leid, aber es ist ziemlich schwierig, im Lager mehr als das zu bekommen. Ich wollte dir nur zeigen, dass du mir trauen kannst. Dass ich dir helfen kann. Das sagt ihr Ratten in diesem Drecksloch alle. Aber am Ende seid ihr nur daran interessiert, meinen Mann und mich auszunutzen. Ich habe mich an meinen Teil der Abmachung gehalten. Ist das nicht Beweis genug? Hör zu, überlass mir den Ausweis, um das Lager zu verlassen. Und ich verspreche dir, dass ich mit dem Morphium zurückkomme, das du zur Linderung der Schmerzen deines Mannes brauchst. Okay, aber du solltest dich besser beeilen. Hier! Was ist das? Ein Armband? Es ist wie ein Pass. Leg es an und die Soldaten können dich erkennen. Es bringt dich nicht nur aus dem Lager raus. Es hilft dir auch, allen möglichen Ärger mit der Armee zu vermeiden, sobald du in der Stadt bist.
Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, es dir zu geben. Betrüg mich einfach nicht, du Ratte! Bring mir das Morphium für meinen Mann und ich verspreche dir, eine Menge Geld zu geben, wenn du zurückkommst. Mehr Geld, als du in deinem ganzen Leben in diesem Drecksloch verdienen kannst. Nein, das ist nicht nötig. Doch. Wir haben nie über Geld geredet. Ich muss wissen, dass du zurückkommst. Ich kann keinem von euch trauen. Und ich weiß, dass das Geld der einzige Anreiz ist, damit du dein Wort hältst. Ihr Lagerratten seid doch alle gleich. Jetzt geh mir aus den Augen und lass es mich nicht bereuen. Und komm ja nicht ohne das Morphium für meinen Mann zurück. Ein ordentlicher Batzen Geld wird hier auf dich warten. Okay. Wir brauchen das Geld doch für die Dame. Was haben wir denn eins hier reingeschrieben? Hier hat sich tatsächlich was geändert. Die Jungs haben ja eine Mission erfolgreich abgeschlossen. Ich finde, sie haben sich eine Belohnung verdient. Haben wir denn eine Belohnung? Misha wird mir geben, was sie mir schuldet, wenn ich ihr das Morphium gegen die Schmerzen ihres Mannes besorge. Ja, das ist ja schön, aber wartet mal, jetzt, wenn hier heißt, ich muss nochmal zurückgehen, da stehen ja drinne, dass die Jungs eine Belohnung verdient haben. Jetzt gehen wir mal zu den Jungs. Ja, Smoke hier, ich gehe einfach durch deine Wohnung. Wow, die Treffsicherheit dieser Kinder ist absolut bemerkenswert. Hallo, Michael. Ihr habt euch bei der Mission sehr gut geschlagen. Ich schulde euch etwas. Ja, unser Dad wäre stolz. Gibst du uns eine Belohnung, Michael? Natürlich, die verdient ihr. Gebt mir etwas Zeit, euch was zu holen. Hurra! Es ist schon ziemlich spät für Kinder wie euch. Was macht ihr um diese Zeit auf der Straße? Hey, wir sind keine Kinder. Wir müssen Zielen üben. Unsere Mom würde durchdrehen, wenn wir das im Haus tun würden. Und im Lager können wir nirgendwo anders hin. Nirgendwo anders hin? Ihr geht also nicht zur Schule? Und was ist mit euren Freunden? Nein, wir hatten seit der Explosion keine Schule mehr. Aber unsere Mom sagt, wir brauchen das eh nicht. Wir sind große Jungs und eines Tages werden wir wichtige Leute im Lager sein. Wie unser Dad. Deshalb hängen wir nicht mit den anderen Kindern rum. Unsere Eltern sagen, sie sind Ratten. Und dass sie einen schlechten Einfluss auf uns haben. Ja, wir werden tapfer und stark sein. Wie Dad, stimmt's, Michael? Natürlich werdet ihr das. Das passiert, wenn Eltern ihren Kindern was einreden. Die Kinder werden isoliert von den anderen Kindern, schaffen keine sozialen Kommunikation, Verhältnisse, wie man die aufbauen muss. Und im Grunde seid ihr spätestens jetzt genau dieselben Ratten wie alle auch, denn euer Vater, der Spitze, wurde erschossen. Was hat er davon gehabt? Euch zu isolieren, eure Kindheit zu nehmen, etwas zu lernen? Nichts. Er wird jetzt sterben. Ihr hattet vielleicht kurzzeitig ein besseres Leben, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Sollte mal drüber nachdenken. Isolation von Kindern ist nie eine so gute Sache. Helikoptereltern sind auch keine gute Sache. Aber reden wir erstmal weiter, fragen wir erstmal, warum sie mal, Soldaten warum werfen. Wollt ihr Steine nach den Soldaten werfen? Wir müssen uns rächen. Wir sind jetzt große Jungs und wissen, was zu tun ist. Diese Schweine haben unseren Dad angeschossen. Wir haben ihn schreien gehört. Er ist sehr schwer verletzt. Mom sagt, dass wir ihn nie wiedersehen. Verdammte Schweine! Mein Bruder und ich werden sie fertig machen. Sie alle. Ihren Hass aufwachsen. Aber als sie noch der Freunde waren, hast du immer gesagt, du willst Soldat werden. Halt die Klappe, das war damals. Wenn ich nur diese Wachtürme mit den Steinen erreichen könnte. Ja, wäre das nicht toll? Keine schlechte Idee. Ich habe das Gefühl, dass etwas Aufruhr am Stacheldraht hier für alle gut sein könnte. Ich muss euch jetzt alleine lassen. Viel Erfolg bei den Zielübungen, Jungs. Die Belohnung wird eine Steinschleuder. Habe ich so ein Gefühl? Baut ihr die jetzt wieder auf? Was haben wir? Können wir den Jungs etwas anbieten? Nee, wir können aber... Okay. Die armen Kinder. Geh durch das Tor und ich werde dir deinen Kopf mit einem Schuss von den Schultern blasen, Ratte. Hm,
Hast du gesehen, was ich hier am Handgelenk trage? Muss ich das Ding bei euch vorzeigen? Reg dich ab. Er hat eines dieser Passarmbänder, die die Lagerspitze tragen. Diese Schaben sind für uns hier sehr nützlich. Nimm die Waffe runter und lass ihn gehen. Du hast ihn gehört. Verschwinde von hier, Ratte. Es sieht so aus, aber jetzt... Einige Meter entfernt kann ich eine große Anhäufung von Müll, Schlamm und Pflanzenresten sehen, die sich dort in den Jahren angesammelt hat, seitdem dieser Abfluss das letzte Mal gereinigt wurde. Selbst von hier aus kann ich den Gestank riechen, der davon ausgeht. Unmöglich. Das ist außerhalb meiner Reichweite. Die Stäbe halten mich davon ab, dorthin zu kommen. In der Ferne verliert sich das Ende dieses Tunnels in den Schatten. Wo führt er hin? Dicke Gitterstäbe am Ende der Röhre blockieren den Weg ins Freie. Sie sind extrem hart und fest, fürchte ich. Guck gerade, ob ich was übersehen habe. Nein. Es sieht so aus, als wäre doch... Aber jetzt... Ich nehme an, dass der Regen die Grube Stück für Stück geflutet hat. Das Wasser ist so dunkel, dass man den Grund nicht sehen kann. Lecker. Es sieht aus, als würden behauene Steine aus dem Wasser ragen. Was kann das sein? Reste einer Säule vielleicht? Und was machen die hier? Halb versunken, mitten im Nirgendwo. Sieht aus, als wäre hier was locker. Ja. Dieses Loch hat steile Wände aus Matsch und Erdreich. Bis zum Boden sind es mehrere Meter. Wie zur Hölle ist dieses Loch nur entstanden? Der Stamm eines halb verbrannten Baumes, der darum kämpft, nicht von dem riesigen Loch im Boden verschlungen zu werden. Zurzeit hält er sich noch. Er scheint fest im Boden verwurzelt zu sein. Damit kann ich nichts machen, außer ihn angucken. Oder oben gibt er. Der Stamm eines... Das hatten wir doch schon. Ja gut, dann nehmen wir das mal. Von hier aus komme ich da nicht ran. Ich muss zuerst einen Weg finden, da unten runterzukommen. Aber jeder dieser drei Wege führt von dem Lager weg. Und das ist das Wichtigste. Irgendwas verpasst? Irgendwas übersehen? Ich sehe jetzt nichts. Die Stadt... Sie begrüßt mich mit ihrer gnadenlosesten und bittersten Grimasse. Was ich hier sehe, ist nicht das, was ich erwartet habe. Der Tag des jüngsten Gerichts hat auch die Stadt nicht verschont. Nur, dass es im Flüchtlingslager noch niemand weiß. Verdammt. Die Katastrophe hat die Stadt genauso erwischt und zerstört, wie den ganzen Rest. Was zur Hölle will der alte Mann mit diesem riesigen Bolzenschneider? Er kann ihn kaum halten. Hilf mir, bitte! Hilf mir! Lass nicht zu, dass Sie mich während der Ausgangssperre auf der Straße finden. Sie werden mich ins Flüchtlingslager bringen. Hilf mir, bitte! Aber mach bitte keinen Lärm. Da stehen Soldaten um die Ecke. Ich sehe sie. Ich suche einen bestimmten Ort, so eine Art Medikamentenlager. Weißt du irgendwas darüber? Ich weiß nicht. Es gibt ja eine kleine Klinik am Stadtrand. Vielleicht meinst du die? Die haben sie schnell gebaut, schnell hochgezogen nach der großen Welle. Niemand weiß so richtig, wofür sie da ist. Aber da fahren ständig Fahrzeuge rein und raus. Sieht aus, als würden sie, was immer sie da tun, streng geheim halten. Nicht mal meine Tochter wollte mir sagen, was da drinnen vor sich geht. Hast du gerade deine Tochter gesagt? Ja, meine Tochter.
Meine kleine Uma, sie arbeitet da als Krankenschwester. Sie lebt nicht mehr bei mir. Ich nehme an, sie war es leid, bei einem gebrechlichen, kranken alten Mann zu wohnen. Eines Tages hat sie einfach das Haus verlassen. Ich habe sie seit Monaten nicht mehr gesehen. Sie hat das Richtige getan, als sie mich verlassen hat. Heutzutage kann man sich nicht mehr um die Probleme von Leuten wie mir kümmern. Aber wir helfen dir. Was genau soll ich denn machen? Es ist beinahe Ausgangssperre. Ich brauche einen Platz zum Schlafen. Wir auch. Ich muss mich irgendwo verstecken. Oder sie bringen mich ins Flüchtlingslager. Verstehst du nicht? Wie war das mit der Ausgangssperre? Am Abend wollen die Soldaten niemanden mehr auf der Straße sehen. Und wenn du während der Ausgangssperre auf der Straße bist, heißt das, dass du kein Haus hast, kein Heim. Dass du nicht in die Stadt gehörst. Dann bist du für sie nur eine Ratte. Und sie bringen dich ins Flüchtlingslager. Und ich will nicht ins Lager, verstehst du? Ich kann da nicht hin. Du brauchst ein Dach über dem Kopf. Hast du kein Zuhause, wo du hin kannst? Das hatte ich mal. Aber jetzt nicht mehr. Mir gehörte eine eigene Wohnung ein paar Straßen von hier entfernt. Der Gebäudeblock, in dem sie sich befand, wurde durch die große Welle schwer beschädigt. Aber er stand noch. Und was ist mit deinem Zuhause passiert? Heute Morgen mussten wir evakuieren. Scheint so, als hätten die Grundmauern doch noch nachgegeben. Wir sind rausgerannt mit was auch immer wir am Leib hatten. Ein paar Stunden später war von meinem Zuhause nur noch ein Haufen qualmender Schutt übrig. 40 Jahre Erinnerungen einfach verschüttet. Aber ich kann nicht zulassen, dass sie mich ins Lager bringen. Ich muss vor der Ausgangssperre von der Straße runter. Bitte hilf mir. Natürlich. Okay, gib mir den Bolzenschneider. Ich schau mal, was ich tun kann. Das Haus steht leer, aber die Armee hat es versiegelt. Wenn ich das Schloss vor der Ausgangssperre aufkriege, bin ich in Sicherheit. Ich muss da rein. Aber mach bitte keinen Lärm. Wenn die Soldaten uns erwischen, werden sie uns erschießen. Unmöglich. Tut mir leid, damit geht's einfach nicht. Ich muss da rein. Ich muss rein. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Hilf mir, bitte. Krass. Drei Leute, die sich an einem Feuer wärmen. Und sie starren in die Flammen, als würden ihre Gedanken ebenfalls in dieser rostigen alten Tonne verbrennen. Das sind die Silhouetten der Soldaten, die die Straße hinter der Ecke bewachen. Es wirkt so, als würden die Schatten der Gewehre dieser uniformierten Psychopathen auf jede einzelne Mauer dieser Stadt fallen. Der Verkehr in diesem Teil der Stadt muss sehr dicht gewesen sein, aber jetzt kann man kaum noch etwas von den wenigen Armeefahrzeugen hören, die hier in der Gegend patrouillieren. Wenn man sich ansieht, was von den Buntglasfenstern und den Reliefs übrig ist, muss dieser Haufen Schutt vor der großen Welle ein Ort des Glaubens gewesen sein. Jetzt ist es eines der zerstörtesten Gebäude des Viertels. Es sind kaum noch Wände übrig. Ein paar Gebäude stehen noch, aber die meisten davon müssen abgestützt werden oder stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Und auf den Straßen befinden sich einige Stadtbewohner, die wie Roboter oder Schlafwandler aussehen. Ich habe nicht den geringsten Zweifel. Hier bin ich auf der Fifth Avenue der Stadt des jüngsten Gerichts. Drei Leute, die sich eben... Dachte, dass man die vielleicht einzeln anklicken kann. Hallo, mein Freund. Du siehst verloren aus. Komm her zum Feuer. Es wird zwar bald ausgehen, aber bis zur Ausgangssperre wird's noch weiter brennen. Solange diese uniformierten Psychopathen nicht beschließen, dieses Zusammentreffen zu beenden, natürlich. Hey, du trägst eines der magischen Armbänder aus dem Lager. Ich habe gehört, dass das ein echtes Drecksloch sein soll. Schlimmer als der Tod. Bist du einer dieser Leute, die von den Toten zurückgekehrt sind? Ist dein Name zufälligerweise Lazarus? Naja, so könnte man es ausdrücken.
Du hast etwas von einer Ausgangssperre gesagt. Wann genau beginnt die? Naja, das hängt von der Stimmung der Soldaten in dieser Zone ab. Aber wenn sie ihre Waffen aus den Häusern holen, dann weißt du, dass es Zeit ist, heimzugehen. Heute sind sie besonders gereizt. Ich glaube nicht, dass es lange dauern wird, bis sie anfangen rumzuschreien und Leuten ihre Gewehrkolben in die Gesichter zu stoßen. Ihr seid wirklich ungerecht zu denen, meine Lieben. Das ist nur ihre seltsame Art und Weise, uns ihre Zuneigung zu zeigen. Spitzel. Ach, halt die Klappe. Du musst dir in jedem Fall keine Sorgen machen. Das Armband heißt, dass du dich nicht vor ihnen verstecken musst. Du weißt ja, das ist eine dieser Privilegien, die dir das Ding da verschafft. Und ihr, müsst ihr euch verstecken? Wir versuchen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Du weißt ja, dass es Pflicht ist, während der Ausgangssperre im Haus zu bleiben. Wer es nicht tut, wird ins Flüchtlingslager gebracht. Und das ist eines der härtesten Gesetze, das die große Welle in diese Stadt gespült hat. Wisst ihr, wie anderswo die Dinge stehen? Bekommt ihr Nachrichten von außerhalb? Ich fürchte, nein. Ohne Kommunikations- und Transportmöglichkeiten und mit der Armee an jeder Ecke sind wir total isoliert. Aber wen kümmert das überhaupt? Wenn du nicht einmal weißt, ob du von einem Tag auf den anderen noch leben wirst, hast du keine Zeit, dich darum zu sorgen, was in 100 oder 1000 oder 100.000 Meilen Entfernung passiert. Ich verstehe. Warum habt ihr Angst vor den Soldaten? Ich habe gehört, dass die Dinge hier besser laufen sollen. Ich weiß nicht, was du gehört hast, mein Freund. Aber wer immer dir das gesagt hat, hat gelogen. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Alles ist knapp. Wasser, Essen, Medikamente. Wir haben nur zwei Dinge im Überschuss. Leid und Gewalt. Ein Leben ist hier wenig wert. Und der Kurs fällt jeden Tag weiter. Besonders seitdem die Armee eingerückt ist. Die Armee, ich verstehe. Und was ist mit dem Rest der Obrigkeit passiert? Den Politikern? Den Gesetzen? Das sind ferne Erinnerungen aus der alten Welt, mein Lieber. Schlag dir die aus dem Kopf. Denn all das ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Seit der großen Welle gibt es keinen Plan und keine Strategie mehr. Wir treiben einfach nur noch vor uns hin. Er hat recht. Das Zuverlässigste, was wir haben, steht da hinten um die Ecke. Bewaffnete Jugendliche in Uniform auf den Straßen und auf den Dächern. Genauso verängstigt, wie wir sind. Oder mehr. Und die auf alles schießen, was sich bewegt. Ich glaube, unser gemeinsames Schicksal ist es, zu verhungern oder an Krankheit zu sterben. Oder an Langeweile, meine Lieben. Ich weiß nicht, welche der drei Optionen ich grausiger finde. Wer weiß. Vielleicht wäre es das Sinnigste, eine kleine Nachtwanderung zu starten und in den Suicide Park einzubrechen. Suicide Park. Nenn die nicht so. Das ist nicht lustig. Der Name ist genauso dämlich wie das Krankenhaus, das sie über Nacht direkt daneben gebaut haben. Es ist verrückt. Die ganze Stadt verhungert oder ist krank. Und die Soldaten hüten diese medizinischen Einrichtungen wie Fort Knox. Aber welchen Sinn haben medizinische Einrichtungen, wenn sie keiner nutzen kann? Ich verstehe das nicht. Das tut niemand, mein Freund. Aber so ist es. Ich wüsste nicht, warum jemand in dieses Gebäude hineinwollen würde. Aber ich kann dir versichern, dass man dort keine Hilfe bekommt. Nicht mal bei einer einfachen Erkältung. Abgesehen davon ist es eine echte Festung. Vermutlich kommt man eher krank raus mit einer Überdosis Schwarzpulver und Blei. Du weißt, wie das ist, mein Lieber. Es gibt keine Heilung für die Liebe oder den Tod. Hey, das war eine gute Zeile von mir. Das wäre ein guter Anfang für eine Geschichte. Würdest du bitte einfach mal die Klappe halten, Ramon? Gar nicht hinhören. In der alten Welt hat er seinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben von Geschichten verdient. Und er glaubt immer noch, dass all das vergeudete Papier und Geschwafel selbst nach der großen Welle irgendwann nochmal nützlich sein wird. Aber das ist es doch schon. Ein guter Anteil an eben jenem Altpapier sorgt gerade für dieses Freudenfeuer, meine Liebe. Meine Karriere als Schreiberling zahlt sich also schließlich doch noch aus, siehst du? Hast du Suicide Park gesagt? Jemand im Lager hat von diesem Ort erzählt. Und die ersten dunklen Sterne erscheinen am Himmel. Wir könnten uns hinsetzen und sie gemeinsam zählen, du und ich. Wenn die Sonne den Suicide Park verlässt. Ja, ich erinnere mich an das Lied. Aber was zur Hölle soll das bedeuten? Gibt es wirklich einen Ort mit diesem Namen? Ja, den gibt es. Nach der großen Welle und als es hier so richtig hässlich wurde,
haben die Schwächsten unter uns ihrem Leiden mit einer Überdosis Pillen, mit Schusswaffen oder einem Sprung von einem hohen Gebäude ein Ende gesetzt. Du weißt, wie es ist. All diese dunklen Sterne hatten es nicht leicht, einen Grund zu finden, weiterzuleben. Es gab eine schreckliche Flut an Selbstmorden und sie reißt nicht ab. Allerdings gab es mit der Zeit ein ernstes Problem. Wie sage ich das? Ein ernstes logistisches Problem. Der Zugang zu Tabletten und Waffen wurde nahezu unmöglich. Daher war es das Einfachste, ein Seil oder einen Gürtel zu nehmen und nach Sonnenuntergang in den Suicide Park zu gehen. Es gab Zeiten, da war es schwer, in dem Park einen freien Ast zu finden. Die Selbstmorde in der Gegend wurden so zahlreich, dass die Armee den Park geschlossen hat. Aus Gründen der öffentlichen Hygiene, hieß es. Monatelang blühten in dem Park nur noch die Leichen der Erhängten. Der Ort wurde zu so etwas wie einem Themenpark. Spaß für die ganze Familie. Ich hab dir doch gesagt, du sollst darüber keine Witze machen. Hast du vor nichts Respekt? Natürlich nicht. Das war eines der vielen Dinge, die ich in der großen Welle verloren habe. Und eines, das ich absolut nicht vermisse, glaube mir. Danke für das Gespräch. Danke für deine Gesellschaft, mein Freund. So, meine Lieben, und wir sind natürlich schon weit über die Zeit hinaus, aber ich wollte tatsächlich dieses Gespräch mit den netten Herren und der Dame natürlich nicht unterbrechen. Dementsprechend mache ich jetzt einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn euch das gefallen, ihr mehr sehen wollt, wisst ihr, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Tschüss.